Grüß euch, grüß Gott, Gruß aus dem Wald und ein freundliches Hallo. Hier ist wieder Manfred, der Waldläufer. Heute war ich bei Rainer. Ihr kennt ihn ja schon aus einem anderen Video von mir, wo er mich besucht hatte. Er ist gerade dabei, ebenfalls ein Camp aufzubauen. Das musste ich mir natürlich unbedingt ansehen. Mit dem Auto war ich eine gute Stunde unterwegs. Naja, und wenn man dem Wetterbericht glaubt, soll es heute regnen. Also, ich muss schon sagen, dass die heutigen Wettervorhersagen meist wirklich gut zutreffen. Das war vor vielen Jahren noch komplett anders, soweit ich mich entsinnen kann. Aber auch hier hat die moderne Technik ebenfalls mal wieder im positiven Sinne zugeschlagen. Allerdings hatten wir Glück, denn es blieb bei uns im Camp überwiegend ohne Regen. Denke mal, das war natürlich nur in unserem näheren Umkreis so. Drumherum hat es bestimmt volle Kanne geregnet. Aber der Wettergott war gnädig mit uns. Wahrscheinlich ist er, ja, ein Bushcraft-Fan. Die Sitzbank hatte Rainer bereits gebaut in letzter Zeit. Das ist immer gut, so kann man es sich zwischendurch schon mal gemütlich machen und darauf auch einige Dinge abstellen. Was wie ich jetzt gefahren bin. Ja, da geht aber eine Straße hoch. Und da war die aber nicht sicher, ob man fahren darf quasi. Ich glaube, ja, wie du nach Balingen schnell runterkommst. Geschickt und gescheit, ne? Aber ich habe da sowas im Hinterkopf. Ich könnte dazu sagen, bis jetzt ist es... Ja, ich wollte eigentlich jetzt demnächst ins Wunder kommen mit dem Ding. RTL. Ja klar. RTL Nein, ich möchte eigentlich mein eigenes Utopia aufbauen. Ja, also grundsätzlich. Ich finde das klasse, dass Rainer hier ein Camp baut. So hat man einen weiteren festen Platz. Es wird jetzt richtig schöne Rückenlehne, sodass wir es richtig gemütlich haben dann irgendwann. Also hier, Rainer hat mir gerade was super klasses geschenkt, was selbst gefertigt ist aus Leder und das passt so perfekt hier mit dem Mora-Messer. Guck mal, das geht relativ schwer raus, wenn man es gescheit reindrückt, vorausgesetzt. Und das finde ich echt klasse. Einfach auch der Optik halber schon. Das ist was anderes als wie das Teil da. Ne? Plastik mal hin oder her, aber das macht doch schon einfach tausendmal mehr her. Also, dank dir nochmal. Bitte, ganz schön. Echt geil. Super. Und wie man sieht, auch bei Rainer gibt es Kobolde. Nur ein paar wenige Meter weiter hat Rainer sogar seine eigene Wasserquelle. Einfach genial. Ja, super. Ach so. Das ist ja genial. Da kannst du nicht verdursten hier. Die läuft auch immer. Super. Ich muss hier nur irgendwie ein kleiner. Mit Steine oder mit Holz irgendwie befestigen, dass es nicht zusammenfällt. Ja. Und dann ist so wie so ein kleiner. Ja. Ich meine, da oben sind ja keine
Weiden, das ist ja nur Wald da oben, oder? Da oben kommt nur Wald. Ah ja. Da kommt nur noch Wald. Eben. Aber was ist mit dem da hinten, der so schon schräg steht? Der da oben? Ja. Der wird aus und Flip bleibt die stehen, Kamera. Und bei der Gestaltung der Rückenlehne hat es natürlich den Vorteil, wenn man zu zweit ist. So kann man das vorher gleich besser ausprobieren. Der eine sitzt, der andere hebt hin. Das wäre mindestens mal ein kleines Dächle. Von der Seite. So, das wäre die Mindesthöhe. Hier. Aber da muss ich ja zugeben, da muss ich ihn hier ungefähr abmachen. Hier. Naja. Und wenn alles klappt, werde ich demnächst stolzer Besitzer eines Grundstückes sein. 1200 Quadratmeter zum Buschkräften. Jetzt warte ich nur noch auf den Notartermin. Michaela hatte da eine Zeitungsannonce gesehen gehabt. Auf solch eine Gelegenheit wartete ich ja schon lange. Ein eigenes Grundstück, gleich in meiner Nähe. Aber da werde ich euch dann natürlich noch Näheres berichten, wenn alles geregelt ist. Nicht ganz verdient, aber. Ach du. Das erste Mal mit meiner großen Tasse. Ja, die ist echt geschickt. Und schön Süpple machen. Steht die auch besser drauf natürlich, weil die breiter ist. Haut ganz schön weg das Ding. Also ich finde die jetzt nicht dreckig. Nee, ich sage jetzt, das Glück schaut einfach nicht mehr so richtig so. Nee, hast keine Chance. Ich hab mal so eine Weiße gehabt. Kennst du die Weiße emaillierte? Ja, und die waren, meine ich, noch schlimmer, ne? Du, wenn ich zum Schluss. Die war bloß noch schwarz am Schluss. Hat echt dauert, irgendwann mal der Tag, da wo ich hingeguckt habe, gesagt, nee, jetzt muss was anderes, ja, das geht gar nicht mehr. Aber was ich gerade sehe, das ist ja eine Frechheit. Deine Tasse ist ja noch mal größer als meine. Oh. Ja. Das ist sehr gemein. Ja, ich habe meine aber im Hintergedanken so groß gekauft. Eine größere habe ich jetzt dort gleich gesehen, hat man Laden. Ja. Achso, brennt das überhaupt noch? Quatsch. Ist ja schon aus. Geht ja nichts mehr. Ich glaub nicht. Holz für Holz, Stück für Stück. Also ich finde, das macht voll Spaß. Kann man sagen, was man will. Ja. Ah, bleibt hängen. Da noch mal eine Stange drauf zu machen. Also hier kommt noch mal eine Stange durch. Mhm. Und hier noch mal so einen langen. Ja. Und dann wird es hier oben in Kopfhöhe einen rübergebracht. Querbalken. Und dann kann es sein, dass ich die hier vielleicht hinten abstützen muss noch irgendwie. Das könnte sein. Weißt du, dass das
mehr Stabilität hat. Sein, ja. Ja, aber durchs aber Dach, das oder wie wirst du das Dach denn festmachen? Also in der Höhe, wo das jetzt ist, oder wo genau? Oder das, da dran? Dann, da, so, dann in der Höhe, wo dann die Kupf... wo das Zimmer. Ich nehme mal das Ding da, nur damit man es mal so... Damit ich es verstehe, wie das vorhast. Du meinst jetzt entweder so oder so, irgendwie dann, je nachdem. Nee, hinten wird halt oder auf dem Balken dann drauf. Balken, also hier, halt hier kommt da halt so rüber. Dem Querding da, ja. Also Querding, genau. Und da dann auflegen. Und da dann mit dem Ding, genau, nach vorne raus. Genau. Ja. Wenn die lang genug sind und vorne drüber stehen, dann ja. Hat man da ja total. Ich denke mal, wenn die jetzt da drauf liegen, auf den Querdingen, ja, dann hält es auch. Hält es so und so. Ja. Die Planung für das Dach, das sollte schon recht gut überlegt sein, einerseits. Aber Rainer denkt da gleich wie ich auch. Man muss da keine Pläne machen, kurz mal nachgedacht, zack, bauen. Schließlich wollen wir ja keinen Dom bauen, einfach Spaß haben in der Natur. Genau genommen machen wir nichts anderes, als Kinder auch im Wald machen. Ja, aber da muss ich zugeben, da bin ich doch gerne wieder richtig Kind. Also Rucksack aufhängen und so ist immer gut. Ja. Meine Jacke drüber werfen. Ja. Ich tät's bloß oben dann eigentlich ein bisschen mehr spreizen halt, ja. Dass man die Dinger dann, oder? Mein Schnitt? Vielleicht schon mehr kreuzen, weißt du? Ja, ich hab dann verdreht sich's wieder. So. Also ich denke, wenn man das jetzt erstmal so drüben selber bindet. Ja, dann kann man es da einnehmen. Ja. Wenn man den nur abstreitet, aber. Ein wirklich schöner Tag, oder vielmehr Nachmittag, denn ich kam ja erst nach 13 Uhr an. Was mich wieder mal richtig fasziniert hatte, war, dass in der Natur die Zeit langsamer vergeht. Ich war in letzter Zeit ziemlich viel am Computer und da rauscht die Zeit nur so an einem vorbei. Aber hier, hier in der Natur, scheint die Uhr irgendwie langsamer zu ticken. Ein bisschen auf Spannung bringen. Ja. Dann hält's. Und könnte man unten noch mal sogar verstreben, aber muss ja nicht sein. Ja. Kann man den jetzt auch richtig drauf werfen, sozusagen. Ich dachte, wenn sie unten spitz werden, könnte man es mir in die Erde hineinstecken, aber. So kann man es auch machen, ja. Das muss man so reinhängen können, oder? Zum Beispiel, ja. Wasserflasche würde ich gerne irgendwo hinlegen können. Wasserflasche irgendwo hinlegen können. So ganz unkompliziert einfach nur drauflegen. Thank you.
Holz für Holz, Stück für Stück. Man sieht nach jedem Stück Holz wieder einen Fortschritt. Bäume suchen, heranschleppen, entasten, sägen, verschnüren. Ja, das macht so richtig Freude. Genau das Richtige. Zwischendurch mal einen Kaffee, bisschen quatschen und weiterbauen. Das macht aber auch hungrig, vor allem, weil ich heute noch nichts zum Frühstück hatte. Aber das mit dem Hunger werden wir natürlich auch noch lösen. Also Hutablage und Rucksackablage haben wir schon mal. Perfekt gelöst. Damit ist schon die Hälfte geworden. Es wird. Wenn wir das in der Geschwindigkeit so bauen würden, dann bräuchten wir noch 5 Jahre. Schöne vom Frühling. Das ist ganz umsonst. Ah ja, genau. Ist genug da. Und da hinten ist ein Brunnen. Ha, genial. Super. Ah, herrlich kühl. Schön. Ist eigentlich auch gutes Wasser. Mhm. Eigentlich, ich meine, je nachdem, wie lang das da drin ist, ist es dann immer ganz so gut. Oh, und richtig schön kühl. Im Sommer kannst du dich da schön erfrischen. Ja, im Sommer läuft es nicht ganz so gut. Ach so? Der ist früher schon viel besser gelaufen. Ist nur noch ein Bächle. So, inzwischen haben wir jetzt so richtig Kohldampf und der Grillplatz ist direkt in der Nähe von Rainers Camp. Oben die Quelle, hier der Brunnen und der Grillplatz. Perfekt. Und hier ist alles blitzblank. Kein Müll. Gut, da existiert auch ein Papierkorb. Scheint ja zu funktionieren. Oder jemand hat halt einfach vor kurzem den Müll weggeräumt. Hoch, das war bestimmt Rainer, gib's zu. Du hast sie hier gestern hier noch alles sauber gemacht, stimmt's? Hehe. Jetzt, Würst auspacken, grillen und dann futtern. Okay. Ich mag Fisch. Ja, aber nicht, wenn ich richtig Hunger habe. Kommt drauf an. Nee. Welcher? Wenn ich richtig Hunger habe, da
brauche ich was anderes. Das tut mal wieder so richtig gut. Ich hatte mir zu Hause alles vom Laptop auf meinen anderen PC gezogen. Oh Mann, das war zeitweise richtig grausam. Hat man das eine installiert, geht das andere wieder nicht. Neues Mikro installiert, dann musste man da erstmal wieder alles hinbekommen. Die Software, welche auf dem Laptop funzte, funktioniert auf dem anderen PC wieder nicht. Es gab Zeiten, da hätte ich am liebsten alles hingeschmissen und einfach raus in den Wald gegangen. Denn eines ist sicher, wenn man da ein Holz in die Hand nimmt, weiß man, dass man wirklich was in der Hand hat. Eine Computerdatei hingegen kann einfach mal weg sein. Push, weg, nicht mehr existent. Punkt. Und wenn dann einige Stunden Arbeit daran hingen, kann das fürchterlich ärgerlich und grausam sein. Ich finde das mit Feuer machen irgendwie immer so erstaunlich. Inwiefern? Wie sich manche Leute dabei einstellen. Baut sich schon die Spieße. Jetzt hast du mir Lust auf Fisch gemacht. Irgendwie. Und ist ein Bach. Viel Spaß und viel Glück. Oh, schauen wir mal. Ah, die flutscht schon. Was hast du auf so Paprika-Würstel, oder? Du kannst normale Bauchpackmaschinen abbauen. Professionell grillen geht. Ja. Also sprich mit Gruppe oder so. Ja. Ich ist ganz einfach so, dass ich lieber Flugzeug für die Jahre. Wenn ich das hinkriege, ich kann mal alles roh. Also. Ja, das stimmt. Das ist wahr, ja. Gibt's Sinn. Da fällt mir ein, dass ich auch noch die Verlosung machen muss von meiner letzten Challenge. Aber morgen werde ich mich mit Stefan treffen, ein neuer Kontakt über das Bushcraft-Forum. Hoffe, ich kann dann bei dem Treffen auch die Verlosung machen. So wie es im Moment aussieht, könnte es auch morgen recht regnerisch sein, wenn ich gerade so beim Fenster rausgucke. Aber wer weiß, vielleicht klärt es sich ja morgen noch auf. Hallo, Wettergott, morgen gibt's wieder Bushcraft. Brutzelt ja schon. Es brutzelt noch vor sich hin. Gut gesättigt traten wir den Heimweg zum Camp an. Dabei zeigte mir Rainer einige interessante Stellen. Da, wenn ich gucke. Also eigentlich Schalter. War der Bereich hier hinten. Ja. Wo jetzt halt auch zusammengebrochen ist. Okay. Und der war relativ dicht. Und die dann halt hier vorne ein bisschen weiter gemacht, weil die anderen noch nicht fertig waren. Mhm. Und den haben wir stehen lassen. Da drüben siehst du nochmal einen. Der umgeknickt ist, ja. Nee, den haben wir umgelegt. Oder umgelegt. Ich darf nicht alle stehen, weißt du? Ja. Thank you.
Das haben wir Pitching Boats. Ja. Ja, ist einfach. Halt auch ein bisschen, ist es doch ein bisschen materialintensiver wie mit Erwachsenen. Hm. Und du musst halt auch sagen können, okay, wir bringen schnell eins heim oder lass schnell eins holen. Hm. Ja? Wenn sie dann nachts ums Verrecken nicht schlafen können. Guck rein, siehst du da irgendwas? Kein Fetzen. Außer das kleine grüne Ding da unten. Und das ist sicherlich kein Baum. Wissen, was sie tun, oder? Nee, der wurde Kiefern. Du hast Fichten, du hast Tannen, du hast Buchen. Da oben gibt es. Ich sehe ein Lagerfeuer. Stellen wir hier drauf. Das heißt, der Waldbude wird mit verbrannt. Ja? Ein sehr sympathischer Wald, wie ich finde. Ihr habt das sicher auch schon öfter erlebt, dass man sich in manchen Waldstücken einfach nicht wohlfühlt. Man weiß gar nicht warum. Aber es ist einfach so. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, aber ich meine, an diesen Stellen hört man auch keine Vögel. Ich werde da künftig noch mehr darauf achten, ob das wirklich so ist oder ich mir manchmal nur was einbilde. Und dann aber gibt es eben freundliche Wälder, wo man eine Art, ja, Geborgenheit spürt, möchte ich schon fast sagen. Man fühlt sich dort gut, als würde der Wald zu einem sagen, hallo Waldläufer, herzlich willkommen. Also gut, zum Schlafen ist schon richtig natürlich, ja. Aber so zum Sitzen und Unterhalten, ja, dachte ich. Hey Leute, guckt mal, was ich gefunden habe. Das ist doch mal ein echter Waldläuferstock. Der hat die richtige Länge. Ja, der passt. Wer hat das gemacht? Also das war ich diesmal nicht. Das haben wir hier einfach so gefunden. Voll die Koboldburg. Da hinten. Schön hier. Gerade eben hat es zu gewittern angefangen. Gerade ein bisschen geregnet und jetzt hat es wieder aufgehört. Schön, diese hellgrünen Blätter jetzt wieder. Ne? Herrlich. Einfach richtig. Wir saßen noch eine ganze Weile am Waldrand, guckten zu den Hügeln hinüber auf das weite Land. Wir unterhielten uns auch über alles Mögliche. Über Rainers Zeit in Kanada, wo er dem Bär und dem Wolf begegnet war. Über Kühe, Schafe, über das Camp und den Wald. Ich danke euch fürs Zusehen und dir, Rainer, danke ich für deine Einladung und den schönen Nachmittag in deinem Camp. Liebe Grüße, Manfred, euer Waldläufer.